Der Subaru Forester ist jetzt auch in der Sportedition erhältlich. Die ist vor allem erkennbar an den orangen Farbapplikationen an der Karosserie und auch im Innenraum. Angetrieben wird der Subaru von einem 2,0 Liter Boxermotor mit einer Leistung von 150 PS. Und ergänzend gibt es einen Elektromotor mit zusätzlichen 16,7 PS. Und der ermöglicht drei verschiedene Fahrmodi. Erstens gibt es das rein elektrische Fahren. Das ist bis 40 km/h und rund 1,6 km möglich. Dann unterstützt der Elektromotor den Benzinmotor und dann gibt es das reine Fahren mit dem Verbrennungsmotor. Der Elektromotor unterstützt auch bei der Beschleunigung. Prinzipiell verfügt der Subaru über eine stufenlose Lineartronik und die hat das typische Beschleunigungsverhalten von einem CVT-Getriebe. Das muss man mögen oder man gewöhnt sich im Laufe der Kilometer daran. Aufgerüstet hat die mittlerweile fünfte Generation des Subaru Forester bei den Fahrassistenzsystemen. Da gibt es zum Beispiel das System EyeSight, das koordiniert den Adaptivtempomat, den Notbremsassistenten oder auch den Tote-Winkel-Assistenten. Und dann gibt es auch noch ein Fahrermonitorsystem, das schaut, ob der Fahrer ermüdet oder ob er die Straße im Blick hat. Und wenn das System irgendwelche Abweichungen erkennt, dann wird der Fahrer akustisch und mit am Display gewarnt. Ein weiterer Assistent nennt sich Reverse Automated Braking und warnt den Fahrer oder greift sogar aktiv ein, wenn man beim Rückwärtsfahren den Querverkehr übersehen würde. Subaru hat sich über viele Jahre den Ruf als Allradspezialist erarbeitet und auf dieser Expertise baut auch der aktuelle Forester auf. Mit dem symmetrischen Allradantrieb, der für die Marke typisch ist, ist beste Traktion garantiert. Die Verarbeitung des Innenraums präsentiert sich auf einem sehr hohen Niveau. Platzangebot, Sitzkomfort, alles top. Persönlich möchte ich ein Lob aussprechen. Trotz der modernen Komfort- und Sicherheitsfeatures und der Konnektivität ist der Forester eines der wenigen Autos, das noch einen CD-Schacht bietet. Manche Leute wollen das, ich gehöre zu denen. Als Sport Edition wäre der Subaru Forester in Österreich ja für Skifahrer besonders prädestiniert. Er hat den Allradantrieb, er hat ein großzügiges Platzangebot, er hat rutschfeste Pedale, er hat abwaschbare Stoffe auf den Sitzen. Nur es fehlt im Kofferraum die Skidurchreiche. Die würde das Glück für alpine Einsätze perfekt machen. Zwei Faktoren schränken die Variabilität des Kofferraums etwas ein. Die Rückbank ist leider nicht in der Länge nach vorn und nach hinten verschiebbar und auch die Neigung der Rücksitze kann nicht verstellt werden. Der Subaru Forester bietet eine attraktive Optik, eine sehr gute Verarbeitungsqualität und die Traktionsvorteile des symmetrischen Allradantriebs. Nicht gefallen haben uns die Schaltcharakteristik des stufenlosen CVT-Getriebes. Und beim Verbrauch ist es so, dass die 7,9 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer, die wir erzielt haben, für einen 2 Liter Boxermotor mit der Hybridunterstützung des Elektromotors nicht unbedingt ein Ruhmesblatt sind.